So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands mit den gleichen Chaoten wie immer. Hallo. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Fertigkeitspunkt. Hallo. Ja. Yeah, that's alright. Ja. Yeah, and me, I am included as well. Genau. Wo willst du hin? Nicht gegen den Berg, bitte. Da unten ist so ein geheimer Eingang. Natürlich. Ja, voll gegen den Berg, bam, so. Da, nein, da unten ist neun, Gleis noch drei Viertel. Wo willst du hin? Raketenbahnflug! Deswegen. Ich will ausspringen! Ich wollte auch rausspringen, aber es ging nicht. Ich kann nicht ausspringen! Ich auch nicht! Alex! Was ja, ich hab doch gesagt, das Ding ist abgefuckt. Alex! Jetzt! Weg, 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 weg! Ich bin unterm Heli! Weg! Ich konnte nicht aussteigen! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Ich hab doch gesagt, das Spiel war abgefuckt. Warum haben wir denn sonst ein Dubstep gemacht? Ich hab doch gesagt, dass die noch What the fuck? Nee, du hast nichts von Raketen geschafft, mit denen die uns abschießen. Aber ihr habt doch gesehen, dass sich rechts dieser Balken so langsam zugezogen hat. Ja, wir haben gesehen, dass eine Rakete gekommen ist. Ja, das haben wir gesehen. Aber es hat uns nicht mehr gebracht. Wäre ich jetzt langsamer geworden? Weil normalerweise hätte ich es geschafft, der Rakete auszuweichen. Wie sind diese Hobos mit Schneidraketen, Alter? Was hat der geworfen? Das Ding oder was? Die gibt's nicht. Er hat einen Igel abgeschmissen. Die sind ja, unten genau. An der Straße. Nee, die sind nicht an der Straße. Die werden einfach random aus dem Berg geschossen. Natürlich. Ja. Klar, der Berg schießt uns kaputt. Ja, Mann. Na, pass auf, wenn ich jetzt. Der Berg ruft oder was? Pass auf, wenn ich jetzt einen Luftschlag anfordere durch Rebellen, dann werden die doch auch random aus dem Berg rausgeschossen. Oh, hier sind schöne Mopeds. Müsste man da jetzt irgendwo hinfahren noch? Nein, der Punkt ist hier in dem Haus. Ja, weil da so ein. Das sind Nachschussdinge. Mach die nicht, mach die nicht, mach die nicht. Wir holen uns erst den Punkt und dann können wir das machen. Wir müssen irgendwie aufs Dach. Ist der da nicht drin? Ja, der ist da drin. Eben, der müsste drin, da musst du doch rein. Ja, also. Ich will die Tür aufmachen. Ich will eine Tür aufmachen. Dann mach. Geh weg, 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 geh weg. Oh. Ich hätte halt die Tür oben genommen oder so, aber. Ah! Rein, hab ich gehört. Weil der mehr Stopping Power hat. Ja, Max hat definitiv mehr Stopping Power. Werf doch mal eine Granate rein. Mates werfen kann jeder. Nur Mates werfen kann nicht jeder. Ich hack. Noch zum nächsten Relay fest. Welche Nase hat er jetzt gerade geworfen, die mich erwischt hat? Klar, ein großer Punkt. Nochmal da oben. Hallo. Hallo. Oh, da ist noch einer! Okay. Danke, Dominik. Was? Sehr nett. Na, dumm, erstmal runterholen, heilen wir nicht. Und wo ist Alex? On the way nach oben. Oh, geh weg. Gegrieft. Hier bin ich. Das waren wohl die Türen. Ein Fertigkeitspunkt für diesen Aufwand. Nein, das waren Nachschubdingens. Der Punkt war nur zufällig hier. Achso. Ich finde dieser Zufall. Also haben wir jetzt Fahrzeugabwurf gewonnen. Nicht Auffall. Was? Hier ist die Tür zu? Ich glaub, hallo Rebell! Wen findest du? Wo ist hier die Tür zu? Ey, die haben den Motorräder kaputt gemacht. Lol. Fuck you. Dann müssen wir wohl den Heli nehmen. Ja, bleibt leider nichts anderes übrig. Ah, ich flieg! Nö. Ich will den Raketen wieder. Bitte, lass mich fliegen. Wir sterben draußen schon. Draußen wieder. Immer geil. Okay. Ja. Ich setz mich draußen, falls wir von der scheiß Rakete anvisiert werden. Aber okay. Bitte. Aber nur wenn du schaffst auszuweichen. Okay. Das Challenge accepted. Geschweige denn die. Nee. Komm, hallo, kann ich jetzt mal einsteigen? Ja, es bappt schon wieder! Eigentlich nicht, aber okay. Oh, schade. Jetzt passe ich genau auf. So, jetzt pass auf, schaut, jetzt zieht sich der Kreis zu und das heißt Rakete. Was für ein Kreis? Das siehst du, glaube ich, nur als Pilot. Pass auf. Oh, sie haben uns nicht gesehen, okay, ja. Gut, das Kurs ist logisch, da sind sie wenigstens abgeschossen worden. Aus ja, irgendwelchen.
Gott, wie sieht die, diese Batterien immer krass sind, wenn sie rausgefahren sind, plötzlich hast du schon gewusst, du bist am Arsch. Ja, Mann. Vor allem, wenn es plötzlich zwei waren, eine war schon krass genug. Jetzt ja, wenn du Doppel- und Dreifach gehabt hast, Alter, das Ding hat dich aus dem Himmel geschossen. Ja. Ja. Das hat's fump, fump, fump gemacht, ey. Fump. Ja. Und dicht. Nee, das ist kein hier. Ne? Okay. B2-Man. Mal schauen, ob das funktioniert. Ne, es kann. Es kann ja, Wasser. Funktioniert, nice. Bisschen Bissi. Zu früh, ne? Glaub ich auch. Ist doch wurscht. Ne, das schaff ich, ha! Das schaff ich, Alter! Oder natürlich schaffst du das. Ja, locker easy schaffst du das. Natürlich! Wegen zu früh und jetzt falsch im Ziehen. Alter, war das. Das waren 3 Meter bis zum Boden, ey. Wer ist ausgestiegen? Wir alle, oder? Also ich schon. Bin schon am Boden. Wenn jetzt getötet wird, ich hasse es. Just kidding, ich hab den Heli. Verreckt er mit dem Teil. Mach ich. Guck mich nicht. Wow. Das sind Rebels. Hallo. Kann hier uns nichts passieren. Was, Casey Rebel, wo? Nee, Casey Freak. Kajak Ice Freak, ja genau. Am K. Oh, die campen hier. Lol, die ist einfach gar nichts. Die scheiß CSGO, Alter. Noch? Wow, Kommentar dafür für Sniper. Nice. Läuft bei dir. Das hab ich gebraucht. Schwester unten, was? Ist das schon ein Swimmingpool? Komm, ja, das ist Wasser. Auf zu Wasser. Willst du laufen? Wir entspannen jetzt im Wasser. Ja, Mann. Läuft bei dir, Max. Erstmal ein bisschen chillen, ein bisschen masturbieren. Einfach Mensch sein. Ja, Mann. Nur einfach den Rebellen jetzt Auto klauen. Wow, super. Hi. Wollt ihr mitfahren? Nee. Fahr nicht mit Leuten, die anderen Leute fahren als Auto klauen, mein Auto mit ein. Wenn die es einfach mitten in der Pampa stehen lassen? Selber schuld. Oder auch selber, Alter, geht's. Alter, was ist das hier für eine Karte? Warte mal, warte mal, bleib mal stehen, 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 stehen. Hey Jungs, das könnte hier eine Fluglandebahn sein, ne? Was? Das ist da unten, oder was? Ne, wo wir gerade sind, weil hier gerade so ein ebenes Feld zwischen den Rocks ist. Was? Cool! Bei mir waren da noch 2 Meter Luft, aber egal. Bei mir nicht, du bist voll in den Reifen. Ja, du bist voll über mich drüber. Alles klar, bei mir war noch ein Haufen Luft, sorry. Ja, willkommen bei der Ubisoft Sekunde. Ah, oh, Schafe! Alter! Heute gibt's Lammrago! Ne, für Lamm sind die schon wegen fett. Wie lädt das Ding eigentlich nach, Domi, dieses komische Dings? Welches komische Dings? Ja, deine Pistole. Ja, du hast ja so eine komische alte Ding. So nein, die habe ich nur mal angeguckt. Jungs, was machen wir jetzt? Sachen und Dinge. Ich töte Schafe. Da ist ein Feind. Ich töte sie doch. Nö, Alex hat sie wieder aufgeschreckt. Wow. Alex hat niemanden aufgeschreckt. Mitternacht schwimmen. Aber wir sind nicht nackt. Ja, das meine sieht immer sexy aus, wenn er dieses Ding anhat, ey. Ah ja. Mitten Leute, die Future Soldier haben, schreibt mal Hashtag 1 in die Kommentare und schreibt es. Das sieht aus wie ein Klärbecken, Alter. Ich glaube, es ist auch eins. Oder ein Überlaufbecken. Könnte auch sein. Nein, das ist so ein Wasserreservoir für die Kann Leute, da die landen? Hier wohnen. Ist das tief? Das könnte auch sein. Mach halt mal. Ihr landet halt, safe soll das Ding sowieso ab. Ja, Mann. Ein U-Boot! Alter, nee, das ist so ein fetter Quillstab, Alter! Ja, Mann! Das ist ein Gülle-Mixer! Ganze Sahne macht! Natürlich, Jojo, natürlich! Deswegen sind euch auch Ziegen drumherum, ne? Für die Milch! Ja, Mann! Gülle-Mixer! Genau! Ich schau mal, dass ich ein Auto krieg von der Straße! Oder reiten wir auf die Ziegen! Ja, Mann! Die du alle umgebracht hast. Nein, auf den Ziegen reiten ist Privileg der Araber. Wow, Hashtag Offense. Nee, die reiten nicht drauf, die reiten mit. Und vor allem, das sind ja Schafe und keine Ziegen. Das andere ist ja, When you see your goat with another man. Yeah. Dann bist du lesbisch. Oh, das ist auch nicht vorhin auch, das ist voll geil, Alter. Muss ich auch einsteigen, Alter. So ein billig Land Rover ist das. Ja, Mann, das ist voll geil mit dem Ersatzrad hin. Boah. Wollt ihr die gerade wirklich alle wegmachen oder fahren wir weiter? Nö, ich will gerade nur überleben. Achso. Ja, dann kommen wir schauen hier so zu, wissen wie du Autokino. Ja. Ja, okay. Alex, geh mal Domi helfen. Bitte, danke. Danke! Wer muss wieder die Drecksarbeit machen, ey? Ihr alle! Macht eine Granate. Granate auf uns zu, ich sag ja nur. Wollt ihr Sniper auch?
Oh, komm her! Einsteig! Alter, weh, du fährst nicht zusammen, Alter. Der steht! Spasti. Ah, ich hab Aua. So. Okay, was in dem, da vorne ist noch eine Kingslayer-Datei, aber dafür müssten wir alles aufräumen. Nope. Ne, das sind Dokumente. Ne, das ist eine Kingslayer-Datei. Wieso haben die unterschiedliche Dinger? Okay. Jetzt haben wir nur noch, die Nebeneinsätze. Also mit, Da oben ist noch irgendwas mit Waffe. Aufklärung. Das ist anderes, andere Ding wieder. Mörzer, nein, oder? Das ist nicht anderes. Doch, das ist anderes. Ist anderes. B, was ich markiert habe, B. Nee, wir, Max hat gerade gesagt, da ist was Blaues. Das ist Kang. Darauf bezogen sich unsere Aufnahme. Ja, die Aufnahme. Ja, die Waffe ist da. Auch blau. Die ist. Im anderen Ding. Nein, ist sie nicht. Doch. Ach. Nein. Guckst du auf die Karte. Blind oder was? Da wo B ist, ist nicht das andere Gebiet. Ja, das kannst stimmt du nicht auch. Erzählen. Ich rede aber gerade von den blauen Waffendingern. Das ist eine blaue Waffendinger. Nein, bei mir ist ja, schon eine Kingslayer-Datei. Nee, ja, auch. Auf, bei mir ist da nur eine Kingslayer-Datei. Hör auf jetzt zu streiten. Alex, halt's Maul. Halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Klar, ich sehe die nur, wenn ich auf einen Mini-Mühl rangezoomt hab. Wollt die Fresse halten, wir fahren jetzt so hoch. Ja, Vater, komm, auf dich rein. Jetzt geht's aber auf die Fresse. Alex, du bist gemeint. Ja, achso. Ich war gerade auf dich rein und ruhig sein, sonst gibt's kein Happy Meal bei McDonald's. Können wir auch woanders hingehen? So scheiße, Alter. Ja, Burger King, wenn du willst. Subway? Oder, ja, können wir auch. Gut. Nein, Mann, nicht Subway. Aber du zahlst, ne? Ja, klar. Okay, gut. Nehmen wir mal KFC und Max zahlt. KFC kannst du in die Tonne kloppen, Alter. Ja, KFC ist nur im Angebot gut. Nein. Wenn KFC kein Angebot hat, vergiss es. Eins nach dem anderen. Ich wollte nur sagen, chill deine Basis. Sind drei Stück, ich weiß. Immer können wir im nächsten vielleicht die Nebeneinsätze relativ zuerst machen, weil das ist immer praktisch im Gebiet die Option Mörser, Verstärkung, Ablenkung und so zu haben. Masturbation. Haben wir die nicht sowieso? Nee, die musst du erst freischalten in jedem Gebiet. Ja, das sind Enemies, ich würde mal sagen, wir latschen. Ja, da müssen wir aufräumen. Und die leichte. Rip the bird, Buster Bitch, make them swear. Ich stürme vor. Ja. Gut, räumt auf, ich nehm's Auto. War sauber. Ja, das regnet ja auch noch. Hier ist voll nass, ne? Wenn es regnet. Ja. Perfektes Achtung, Autoputzwetter. An den Straßenrand, bitte an den Straßenrand gehen. Nein. Wieso fährst du eigentlich schon wieder? Dass er sterben kann. Trauer. Sorry, falls ich dich gestört hab. Ja, ja. Pff, alles gut. Hauptsache ist tot, ey. Wie macht man Night Vision an mit N? Ja. Ah. So einfach und so simpel. Ja, hier ist eher irgendwie genug Licht, glaube ich. Ah ja, cool. Ich bin wieder tot. Nein, du gehst nicht hoch ans MG, fick dich. Super. Du Masturbator, Alter. Geh mir das auf den Sack, ey. Immer wo ich bin, sind irgendwie 100.000 Leute. Weg vom MG, das ist meins. Jojo, kannst du Mittel gebrauchen? Wirklich? Ah, dann denke ich natürlich nicht. Sag, Alter, immer diese scheiß Leute da, wo ich bin, ey. Vor allem, wenn ich nicht schießen kann. Richtig ranzig, ey. Wenn sie Fresshets da oben. Oh, die könnte vielleicht was taugen. Ja, wo ist er jetzt wieder? Wieder Mörd-Hörrad. Nehmen wir den Panzerwagen. Chill mal deine Basis, Alter. Ich bin schon wieder tot. Super. Ich hab. Da, Johannes braucht. Ja, keine Ahnung, weil immer 100.000 Leute bei mir sind. Super. Ganz ehrlich, ich geh nicht mehr vor. Wir haben Sack lecken. Mach den Domi den weg, Domi. Ja. Mach den weg, sehr gut. Ich hätte auch Domi vom Weg machen können, aber. Ein was? Willst du nicht, danke. Was bist du schon wieder, Jojo? Alles gut, Dominik. Wo ist dieses Ding? Hast du gerade mich verantwortlich dafür gemacht, dass du gestorben bist? Nein. Da oben ist es 30 Meter. Hat sich aber so angehört. Danke. Legende, Alter. Hier ist es ja cool, Alter.
Night Vision aus. Oh, das sieht voll geil aus. Oh, kann man vorne unter den Rock gucken. Guck mal. Diese Rumble Dirty Lady. Ja. Na, hier guckt man den Rock. Die ist dürr und nichts drin und so. Ganz schön abgestellt. Nicht gerade teuer. Eher so auf Fränkisch gesagt, Ledger. Aha. Ja. Phantomatic in meine Lippen. Ey, Maxi ist wieder dein Oldschool. Ja, ich hab schon gesehen. Bloß Waffenkiste. Hab ich noch nicht. Was ist da drin? Eine neue Handfeuerwaffe. B227. Die hab ich mal ausgerüstet. Ich glaube, die könnte bestimmt was taugen. Besser als die Stock. Wo ist mein. Ah, hier ist ein Abfall. Was ist das? Was ist das? Ja, der Abfall. Also ich hab beides. Warum? Hä, warum was? Muss ich die Datei da oben jetzt auch noch holen? Weil das bei Dateien immer so ist, das ist nur bei den Vorratsdingern. Ach, verdammte Kacke. Das hatten wir auch schon. Da. Jojo hat wieder Pornoradio an. Ja. Du also weißt, was ich gestern für coole Sache gesehen hab? Hm? Nö, das du weißt auch schon bestimmt da. Das, ja, das möchte ist einer auch schon. Möchte Panzerwagen ans Geschütz? Nee, ich muss Leuten das Urin abziehen, damit ich daraus Geld machen kann. Gerne Geld. Wenn wir alle Bike fahren, dann fahr ich auch Bike. Max? Alle Bike fahren, ja, das hat Bike. Also, was ich gestern gesehen habe, war, das gibt's bestimmt auch schon woanders und öfters und so, aber ich habe gestern einen gesehen, der mit seiner Ninja hat sich Stollenreifen draufgezogen und ist damit durch die Gegend geschrubbt. Also mit quasi Enduro-mäßig. Ne Sportler mit Geländebereifung. Genau. Läuft. Richtig geil, Alter. An sich keine schlechte Idee. Aber cool. Doch, keine schlechte Idee. Ich hab gerade zwei 360s gemacht. Nice. Einfach so, weil ich gegen Stein gewandt bin. Ja, Alter, und noch ein! 720. War vorbei. Danke, Johannes. Ui, Baum! Ui, Stein! Kleine Verkehrsunterbrechung mal vorbei lassen. Ich glaube, ey Max, ich glaube, wir sollten mal anfangen, mit den Mobbits Straße zu fahren. Wirklich? Ja. Aua, Du so fahr links vorbei, ich fahr links vorbei, kaputt. Esa. Aber danke für alles gut? Dass ich in dich reinfahren bin. Ja, ich hab gerade wieder. Vor euch gut. Läuft? Mercy, ja, danke. Okay. Er ist gerade nur in meinen Scheißewagen reingefahren. Ich hab gerade Jojo zusammengefahren mit seinem Auto. Und wie es die alte Motorradfahrerregel besagt, Motorradfahrer hat die Arschkarte. Wieso? Naja, ich bin in Julius Auto reingefahren, ich bin gestorben. Selber schuld. Du bist voll scheiße. Ja, Jojo ist ihm weggestorben, weil der Motorradfahrer gewinnt nicht. Ja. Hättest du das LKW gehabt, dann hättest du gewonnen. Doch, wenn du eine Finish-Karte hättest, dann hättest du gewonnen. Ja, aber hättest du den Renault gehabt, dann hättest du verloren, trotzdem. Ja. Oder hättest du so eine Wolke gehabt, dann hättest du auch gewonnen. Das ist jetzt wieder so ein Insider. Oder die allseits bekannte Finish-Karte. Ja, was hat mich angeholt? Ja. Bin schon da. Cool, mein Auto hat Stand-Up. Also, Renn, digga. Warum sind die Straßen hier in Bolivien so kacke? Hey, da ist ein Leuchtfeuer. Weil es Bolivien ist? Leuchtdingens. Ah ja, das ist die Entschuldigung dafür, dass es kacke ist. Was ist das denn? Wir müssen da hoch irgendwie. Moment, mein Auto, ich kenn Licht mehr. Wie kommen wir da hoch? Das ist ein Fallschirmabwurfpunkt, ne? Aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Ein Fallschirmabwurfpunkt. Das heißt eine markierende Nachschub, also markier mal. Ja, wie markiere ich denn? Ja. Ich glaube, ich weiß wie. Wie denn? Mit dem Fernglas? Nee, geh mal mit. Vielleicht mit Leuchtpistole oder so. Ich hab ne im Visier mit dem Fernglas. Ja, probier mal, wenn ich hier ist im Boot, dann werden wir mit dem Boot mal rausgefahren oder so. Ja, aber safe, dass das Teil jetzt runterkommt. Das steht da auf der Brücke. Jojo. Oh. Wie markier ich das? Der Max hat ein Boot. Ah, ich hab's markiert. Ja, Max, da kommst du aber nicht hoch. Da hängt eine Schnur runter. Echt? Kannst probieren. Stimmt, hast recht. Oh, warum hast du ein Boot und nicht nett? Weil da jetzt gestanden war. Dave, ob es jetzt geht, glaube ich auch nicht. Oh, naja, das Scheißding ist zu dünn. Ja, Dave, nee, das gibt da irgendwie so eine Leiter oder erkennt so. Erkennt er nicht. Ja, ich bin gerade am Gucken.
Weil da auch so komische Balken drüber sind. Ja, wahrscheinlich müssen wir mit dem Fallschirm hinspringen. Würde ich bei dem Namen mal vermuten. Aber wie soll man darin landen, ey? Da ihr Precision Landing. Also ich sehe jetzt nichts wie irgendwie. Doch, warte mal. Warte mal, warte mal. Vielleicht sieht es auch nur so aus jetzt, aber. Was denn? Außer dass das Boot aussieht, als würde sie jeden Moment im Wasser versinken. Wenn ich hier komm irgendwie. Über die Träger? Nee, über die Träger. Wenn ich hier irgendwie nach oben kommen würde, aber es geht nicht. Ja, kannst du den Träger kannst du auch nicht hoch, das ist echt kacke. Weiß. Gott. Alles so nass. Haben wir jetzt schon eine Option, da hochzukommen? Nee. Helikopter. Hast du einen? Nope. Merkst du was? Ich fahr mal hoch. Warte mal, ich ruf mich. Ich glaub mir mal dein Moped. Ich ruf mal Amazon an. Amazon. Ja, Prime. Da müssen wir aber trotzdem noch einen Tag Ding warten. Nee. So ein kleiner Helikopter, so ein RC, so ein kleines Ding. Ein Quadrocopter. Ja. Mit meiner Drohne hoch. Oder hol mir eine Katjuscha und schießen es runter. Also draufschießen bringt nichts. Scheißegal. Draufschießen bringt nichts. Wegen wir hier gerade hochfahren. Ja. Ich hätte gedacht, ob ich, wenn es explodiert, wenn die Brücke im Arsch gefährt. Ja, das wäre lustig. das wäre Sniper Elite. Das wäre Just Cause. Nee, Sniper Elite, so müssen. Nee, bei Just Cause bräuchtest du C4. Genau. Das wäre bei Sniper Elite gewesen. Und dann wäre die Brücke so eingestürzt. Ja, wenn ich drauf geschossen hätte. Dann wäre es aber auch aus Holz und irgendwie. Ja, nein, aus. Nein, nicht aus Holz. Die ist ordentlich in den Arsch gegangen. Das war eine ordentliche. Safe, dass du nicht nur durch einen einzelnen Schuss ohne irgendwelche Sprengungen wegfetzt. Jojo hat Dynamit reingepackt und ich hab's auf Dynamit geschossen. Ja, siehst du mal, ich sag ja, ohne Sprengung. Das war die Fortsetzung von Jojos Aussage. Only saying. Ach, da bist du hochgefallen, ich dachte so, hä, was? Genau, und. Ja, aber. Ob Max jetzt dann da hinkommt, das sehen wir dann in der nächsten Folge, deswegen haben wir schon wieder ein bisschen überzogen. Genau, also, deswegen hält der Max jetzt hier oben an. Genau, haut da rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.